Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück zu Planet Crafter. So, wir hatten gesagt, wir schauen mal, was wir so tun. Rakete könnten wir eine bauen. Und die abschießen. Wir könnten mal etwas essen, was trinken. Und wir haben hier ja schon ein bisschen umgebaut. Na? Gut, okay. Also, dann würde ich sagen, bauen wir doch hier noch ein kleines bisschen weiter und machen dann später eventuell noch die Rakete. Hier würde ich auch eine Wand reinmachen und Schränke in die Richtung stellen, ne? Das hatten wir ja gesagt, vielleicht auch in die... Nee. So, das ist sehr voll, das auch... ein paar Sachen hier rüber tun. Oh, ich habe gar keine drei Eisen. Die müssen wir uns jetzt erstmal besorgen. Erstmal Eisen besorgen. Mal gucken, was hier unser Ding sagt. No, nicht so viel. Ja. Wir könnten ja auch dahin zurück und unsere Sachen aus den Schränken holen. Na, dann haben wir auf jeden Fall auch ein bisschen was an Baumaterial. Brauchen ja hauptsächlich Eisen für die Schränke. Und nach der goldenen Kiste gehen wir jetzt auch gucken, wenn wir schon mal hier sind. Da ist schon was Goldenes, aber das ist nicht die Kiste. Nein. Hier oben eventuell. Hier geht's wieder runter. Ach, da! Das war ja einfach. Da ist sie. Oh, nochmal eine 600er. Die tauschen wir gleich aus. Superlegierung und Iridiumstab. Das ist gut. Das können wir gut brauchen. Und dann zerlegen wir die. Und da gibt es nämlich auch nochmal Aluminium und Superlegierung. Und hoffentlich dann irgendwann den Erfolg, dass ich alle gefunden habe. So. Ja. Das sieht doch einigermaßen gut aus. Ich würde jetzt erstmal... das Hauptaugenmerk auf Eisen legen. So. Ist dann eh nur noch einmal hin, denke ich, und dann haben wir alles eingesammelt. Ich finde, so langsam fängt es an, nett auszusehen, ne? Also mit dem Wasser, das macht schon wirklich viel her. So. Das Biolabor können wir ja nun auch bauen. Jetzt möchte ich mal eben schnell schauen, was brauchen wir? Osmium noch und Superlegierung. Dann können wir das nämlich schon erledigen. Aber erstmal bauen wir jetzt hier einen Schrank hin. Ja. Und haben wir den ganz rübergestellt? Nein. Okay, wenn das so schüttelt, kann ich nicht richtig bauen. Dann wackelt das so. Aber ich glaube, das habe ich ganz gut hingekriegt. Okay, so, hier können wir jetzt natürlich Zeug reinpacken. Und ich überlege gerade. In die Richtung nichts hinzustellen, wäre ja eigentlich voll Platzverschwendung. Ich habe das sonst nämlich immer beidseitig gemacht, nur ich will mir auch irgendwie das Panorama nicht kaputt machen. Ne? Wir gucken erstmal, wie wir so klarkommen und ja, schauen dann einfach mal weiter. Ich möchte jetzt hier hinten was reintun, wo wir nicht so oft dran müssen. Ja,
das und können wir, nein, den Schrank wegmachen. Ja, und Eis würde ich einfach da hinten hin tun. Weil da brauchen wir dann tatsächlich auch nicht so oft dran. Eis. Das wird sich später sowieso den Platz entweder teilen oder wir machen dann etwas anderes da rein. Ich will auf jeden Fall versuchen, das Lager so kompakt wie möglich zu halten. Später werdet ihr auf jeden Fall merken und sehen, woran das liegt, dass ich das haben möchte. Die Leute, die selber spielen, wissen das ja nun schon. Man muss hier schon gucken, dass man ein bisschen ja, das Ganze ein bisschen eng macht. Damit später dann die Reichweite auch stimmt. So, also. Das. Genau, Biolabor ist jetzt das nächste. Osmium zweimal und Superlegierung. War das nur noch einmal, die gefehlt hatte? Ja. So, dann können wir das nämlich schon anbauen. Das machen wir von außen. Ich glaube, das ist am einfachsten. Ja. Und zwar. So. Gut. Okay. Und hier müssten wir dann ja eigentlich auch noch mal so, ja, einen Einer hinmachen, ne? Hier. So wie es unten eben auch ist. Damit wir die Symmetrie dann wieder haben. Schnell was schauen. Da hatten wir noch eine Nachricht. An alle, die diese Nachricht erhalten. Ich bin ein Planetcrafter, der auf den... Ah ja. Okay. So. Jetzt wollen wir eben schauen. Biomasse haben wir auf jeden Fall schon ein bisschen mehr jetzt. So. Der Rucksack, genau, den haben wir auch. Den müssen wir nochmal gucken, wann wir den machen können oder ob wir den schon machen können. Sauerstoff, da müssten wir nochmal Gas geben. Mhm. Okay, den kriegen wir jetzt bald. So, das Biolabor ist natürlich genau falsch rum. Das war hier hinten dran. Ist aber nicht so, so dramatisch. So, hier können wir Bakterien machen. Bio-Kunststoffklumpen, Dünger, ne, Schwarzpulver und Mutagen. Aber, wie ihr seht, brauchen wir dafür Zeug, was wir nicht haben. Die Pilze zum Beispiel, Algen und Methan und sowas. Ne? Also es dauert noch ein bisschen, bis wir das alles machen können. So. Dann wollte ich jetzt Dings holen, Titan. Noch ein, zwei Kobalt dazu packen. Und dann machen wir das hier draußen eben fertig. Und dann reicht es nicht mehr. Da fehlt auch Titan. Gucken wir nochmal hier rein. Und da liegt ja nun auch noch einiges rum. Viel Eisen. Das ist schön. So. Gucken wir mal.
Nee, warte. Quatsch. So ein Blödsinn. Da müssen Scheiben rein. Okay. Also ich glaube, das Biolabor hier... Nein, das... das Ding hier müssen wir auf jeden Fall nochmal umsetzen. Glaube ich. Ich muss gleich nochmal eben gucken. Fehlt schon wieder ein Titan. Da liegt was rum. Oh, Aluminium. Was liegt da? Ist das auch ein Titan? Jawohl. So, jetzt muss ich nochmal hier vorne gucken. Da haben wir nämlich das. Hier, den hier habe ich falsch gemacht. Den müsste ich in ein rundes umändern und dann passt die Symmetrie auch wieder. Dann ist gut. Wobei wir hier unten... Hä? Nochmal gucken gehen. Da haben wir drei und beide Seiten rund. Ne? Eins, zwei, ja, drei und beide Seiten rund. Wir sind hier eins, wir müssen darüber. Wir haben den Kernreaktor. Juhu. So, dann bauen wir das nochmal ab. Das wieder dran. Die Scheibe rein. Dann müssen wir das hier abbauen. Das machen wir gleich. Und dann müsste das ja eigentlich theoretisch... Kurz gucken. Irgendwas passt hier nicht. Irgendwie habe ich, glaube ich... Ich habe, glaube ich, nur einen Denkfehler hier drin. Naja, oder auch... schon wieder voll. Dann bauen wir erstmal... Komme ich da überhaupt hoch jetzt? Oh nein. Zack, doch, das hat geklappt. So. Das Biolabor bauen wir jetzt gleich erstmal wieder an, aber irgendwo habe ich hier einen Denkfehler drinne. Siehst du, das hier, der hier hätte weiter hier vorgemusst. Der muss also... da irgendwo ran. So. Der muss weg. Dann gehen wir mal eben rein. Das habe ich jetzt gar nicht gemerkt, dass Sauerstoff knapp wird. So. Okay. Das hier ist falsch. Das hier ist falsch. Oh, bin ich rausgefallen. Ja. Wir haben auf jeder... Seite haben wir drei hier unten. Wir gehen erstmal von unten aus. Ja? Drei Stück, eine Ecke, drei Stück. So, dann müsste hier eine Ecke rein. Die haben wir. Und dann hier ein normales Abteil. Dafür brauche ich Eisen, was wir nicht haben. Doch, eins haben wir noch. So. Richtig? Wenn ihr gerade komische Geräusche hört, das ist der Kater. Der muss gerade seine Krallen wetzen. Und das so laut. Okay, jetzt hast du mich ganz durcheinander gebracht. Jetzt muss ich nochmal von vorne anfangen. So, drei Stück, richtig? Eins mit zwei Dingern. So, eine Rundung, dann wieder drei Stück. Eine Rundung. Drei Stück. Eine Dings, eine Rundung. Drei Stück. Da kommt noch eine Dings hin. Da brauche ich jetzt aber dann mal wieder Eisen. Gucken, ob da noch ein, zwei Eisen bei sind wieder. Nein. Sauerei.
Das ist natürlich jetzt hier alles Titan, aber hier ist Eisen. Und da auch. Habe ich noch für eins? Ja. Okay. Ich mache das Ganze jetzt von innen fertig. Ich glaube, das ist einfacher. Nicht so alles so gleich haben möchte. Ich hatte das eigentlich ursprünglich alles ganz anders geplant, aber das gefällt mir jetzt echt gut hier. Aber warum wird das hier zwischendrin immer so dunkel? Merkwürdig. So. Da weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt so anbauen kann, weil ich nicht weiß, in welche Richtung das geht. Aber ist richtig. So, ne? Dann haben wir hier drei. Da brauchen wir Titan. Titan haben wir, das ist kein Problem. So. Drei, die eine Rundung. Drei. Dann brauchen wir hier wieder die eine Rundung. Dann kommt hier ein normales Abteil hin. Und wieder kein Eisen. Ach, dieser Eisenmangel ist echt übel. Im Moment. Das legt sich demnächst alles. Also, das bleibt nicht so. Ach, schönes Wasser hier. Wie viel Platz habe ich denn? Drei Stück. Das ist aber kein Eisen. Eisen, ich brauche doch Eisen. Essen müssen wir auch schon wieder. Das ist Eisen, das nicht. Also durch dieses Licht sieht man da nicht so richtig was. Also die Erze, finde ich, kann man da nicht so gut erkennen. Gerade Titan und Eisen lassen sich etwas schwer auseinanderhalten, wenn das so grell ist. So, gehen wir aber erstmal hier rein und gucken mal, was zu essen und trinken haben wir. Und essen können wir eigentlich hier mal eine Bohne verdrücken. So. Okay. So, mal schauen. Da, so. So, Abteil. Und hier dann eben nochmal eine Ecke. Und dann haben wir es ja auch schon. So. Das haben wir angeglichen. Ja, das ist jetzt quasi wie alles gleich. Und eigentlich können wir doch diese Dinge hier nutzen, um diese Plattform anzubringen. Also, wie jetzt hier zum Beispiel das Biodom. Ne? Hier würde ich das jetzt nicht machen, weil es tatsächlich schön aussieht, so. Wie ist das hier? Ach, hier ist doch gar kein Glas drin, aber... Ach, das ist eigentlich blöd. Das nimmt so ein bisschen die Sicht dann, ne? Hier finde ich das in Ordnung. Hier finde ich das in Ordnung, wenn wir das da machen. Da machen wir jetzt hier einfach nochmal 1, 2 Abteile dran. Also wahrscheinlich eher 1 erstmal. Ich glaube, ich muss hier meine Kiste leer räumen. So. So, dann sollte das nicht reichen. Ach, ist ja schlimm. So. Das auch da rein. Und dann brauchen wir jetzt noch was? Noch ein Eisen und Titan. Aber noch ein Eisen habe ich gar nicht da. Kriege ich auch nicht mehr leer. Titan haben wir hier. Eisen leider nicht. Dann gucken wir noch mal. Ja. Es regnet.
unser Inventar wieder voll. Und dann bauen wir jetzt noch das Biodom wieder dran, weil wir das ja nun brauchen für den Sauerstoff. Aber erstmal noch ein Wohnabteil. So. Und dann das Biodom. Da brauchen wir noch einen Titan für. Das würde ich, glaube ich, jetzt einfach in die Richtung setzen, weil man das auch so ein bisschen... Hätte ich mir den eigentlich sparen können. Warte mal, wir machen das so. Ah, also irgendwie falle ich da heute mal raus. Weil das Biodom können wir als Durchgang benutzen. Was ich total nett finde. Man dann einfach durch so eine Glaskuppel quasi durchgeht. Das könnten wir hier schon ansetzen und dann danach einfach die anderen Sachen verteilen. Weil hier kriegen wir sowieso nichts mehr dran. Ja, das wäre doch eine Sache. Ich versuche das mal zu zerlegen, ohne rauszufallen. Geklappt. So. Dann haben wir das auch wieder dran. Ne? Gut. Das haben wir dann schon. Eigengenerator kriegen wir demnächst. Pflanzen. Okay. Gut. Ja, das haben wir dran. Das sieht doch dann auch gleich ein bisschen nett aus. Ne? Und ja, hier bauen wir dann das Lager und sowas hin. Ich habe jetzt schon kurzzeitig überlegt, hier oben haben wir ja das Biolabor, und dass wir hier eventuell unsere Privaträume reinmachen. Das wäre auch eigentlich eine nette Sache. Weil da hätten wir genug Platz für alles. Und unten haben wir eigentlich auch genug Platz jetzt, um alles unterzukriegen. Ist doch wieder größer geworden, wie ich das eigentlich haben wollte. Denn ich habe das Problem in meiner ersten Welt. Da habe ich recht groß gebaut. Und da ruckelt es schon sehr stark. Deswegen wollte ich hier eigentlich jetzt so ein bisschen, das Ganze ein bisschen kleiner halten. Müssen wir mal schauen, ob das so geht oder ob man sonst am Ende tatsächlich nochmal umbaut. Aber ich fände das schon ganz nett, wenn wir hier oben jetzt einfach, wie gesagt, das Biolabor ist ja nun da drinne. Das könnten wir natürlich auch abbauen und irgendwo anders hinpacken, aber ich finde das da oben ganz okay. Und dass wir da nebendran dann einfach so ein bisschen die Privaträume hinmachen. Ich denke, das ist eine gute Sache. Okay. So, ich würde jetzt nochmal eben gucken, dass wir ein paar Sachen noch ausgepackt kriegen wieder. Vielleicht auch einfach mal eine Kiste nach oben stellen. Kiste, Schrank. Nehmen gleich mal einen Schrank. Den stellen wir jetzt einfach mal hier hin und packen da solche Sachen rein. Den müssen wir noch eben austauschen hier. Dass das Ganze etwas schneller geht. Das ist 300, 450. Wo ist der 200er? Das ist 600. 4. Wir haben gar keinen 200er hier drinnen, ne? Wir haben nur 300er. Das ist der große. Okay, dann nehmen wir den da raus und packen den da rein. Geht das Ganze schon mal ein klein bisschen schneller wieder. Warte mal. Nein, wo habe ich denn die Blumen hingemacht? Da. Okay. So, den Stoff können wir eigentlich auch gleich nach oben packen. Weil wir den auf jeden Fall für die Möbel brauchen werden. So. Und hier machen wir einfach Dings rein. Glastüren. Und dann passt das, denke ich. Hier kommt dann noch mein Stuhl hin. Ja. Okay, alles klar. Gut, dann würde ich an dieser Stelle erstmal beenden. Im nächsten machen wir dann halt einfach weiter. Also, bis denn. Ciao, ciao.